Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. So, hier ist unser noch immer namenloser kleiner Schweißroboterfreund, den wir dann auch mal umpacken werden, weil der hängt ein bisschen dämlich herum. Oh, ich habe nicht eine neue Idee. Wir können ja auch, apropos neue Idee, wir können ja mal gucken, hat er noch Material drin? Ja, ein bisschen was ist noch da. Dann können wir gleich mal hier weitermachen. Gut, so viel zum Thema weitermachen. Ah ne, doch, müsste noch gehen. Springen wir rein hier. Hier so richtig walks nicht, wa? Ah, falscher Fehler. Das ist nicht das Inventar von ihm, sondern von uns. So, dann haben wir das nochmal reingesetzt. Jetzt können wir noch leider mal ein bisschen nachspeisen. Und auf diese Art und Weise mal das Gerätegehäuse ein bisschen weiter fertigstellen. So, das hat sich jetzt gerade ausgeschweißt. Das war ich dann auch. So, und zwar die lustige Idee, die ich jetzt habe, wir bauen noch einen Freund. Der kriegt aber eine ganz andere Funktion. Der wird nämlich was komplett anderes tun. Mal gucken, wie ich das angehe. Und zwar dachte ich mir, lass uns doch einen kleinen Mini-Driller bauen. Oder, warte mal. Wie sieht es eigentlich aus mit unserem Inventar? Gucken wir da mal rein. Würde wissen, ob wir mal. Oh, Material haben wir noch genug, wenn ich mir das angucke. Da brauchen wir uns wohl keinen Kopf machen. So, das heißt, Stahlplatten werden fleißig produziert. Wenn wir Eisen hätten. Eisenkacke aus, glaube ich. Eisen ist gerade mal unser. Eins unserer Probleme. Eisen. Oh, Eisen haben wir gar kein Problem. Und nur in die Raffinerie rein. Das ist unser Problem. Hallo, Raffinerie. So, da ist eine Raffinerie. Schichten wir einfach mal um. Das Uran können wir mal rausnehmen hier. Steine können wir auch mal rausnehmen hier. So. Da geht es ja sportlich da weiter. So. Dann schweißen wir dann wieder mal eine Runde, würde ich sagen. Beziehungsweise ich bin immer noch am überlegen, wo machen wir den Connector hin, damit wir da keine Probleme weiter haben. Ich bin da hin und her gerissen. Könnte das gehen? Nee, das würde nicht gehen. Ich könnte jetzt natürlich hier den Block weiter rausführen. Und sagen, gut, wir machen einfach hier oben einen Connector hin. Ja, vielleicht sollten wir das auch einfach mal tun. Okay, machen wir das einfach mal wenigstens als ein Provisorium. Nehmen wir mal die Flex, dann kommt der Freund hier raus. Ruckzuck ist der weg. Das glaubt man nicht, wie schnell das geht hier. So, ist der auch weg. Dann gucken wir mal, haben wir den nicht sogar schon noch im Petto? Ja, hier haben wir einen im Petto, aber der falschen Farbe, weil wir wollen den ja rot haben. Und brauchen dafür interne Bandierung. So, hier haben wir unseren Schweißfreund. Der könnte vielleicht sowas sogar noch an Bord haben. Schauen wir mal rein. So, da haben wir ein bisschen interne Panzerung. So, kommt der Freund nämlich dahin. Und dann müssen wir aber leider passend dafür den anderen Block auch noch wegnehmen. So, nehmen wir den mal spontan weg. Weil da muss nämlich da auch noch so einer von den Freunden hin. So. Und dann parken wir den Freund erstmal um. Beziehungsweise machen uns gleich mal da dran, die Sache zu beschweißen, würde ich sagen. So. Na, viel mit Schweißen ist nicht, weil die benötigten Teile haben wir ja gerade intus. So. Wo ist oben? Wo ist unten? Da. Alles klar. Oh. Haben wir ja einen kleinen Schubs gegeben. So. Dann haben wir den da mittig dran. Jetzt müssen wir natürlich noch unseren Connector da drauf bappen. Oh. Haben wir den einmal so drauf,
sollte erstmal reichen fürs Erste, damit wir da weiter vorankommen, damit wir die Hütte zumachen können und dann weiter später schauen, wie wir da weiter vorangehen. So, was brauchen wir denn? Ich guck mal schnell in unsere... Gehen wir gleich mal die Steuerkonsole rein hier. Was haben wir denn da? Wir brauchen dringendst ein paar interne Panzerung. Haben wir nämlich nichts. Das heißt, ab in die Produktion. Wir brauchen dringendst interne Panzerungen. Und zwar, wo ist sie denn? Ja. Strukturieren wir nochmal so um. Da wird gefertigt. Er auch. So. Während er fertig, können wir uns schon mal um das kümmern. Was ja auch noch ein Thema ist, wir haben immer noch keinen Gravitationsgenerator. Noch gar keine Schwerkraft auf der Hütte hier. So. Drehen wir das ganze Ding mal wieder. Das kommt wieder unser doch etwas nicht so einfaches Andockmanöver hier. So, und das Ganze mal rückwärts halt, das war zu weit. Könnt ihr vielleicht einen besseren Blickwinkel nehmen, damit man auch sieht, was man da tut. Ja, sieht ja ganz gut aus, kommen wir ja ran. Und docken wir mal an. So, angedockt haben wir. Da sind wir auch gut dabei. Wir schauen aber mal in unseren Frachtcontainer hier rein. Wo haben wir ihn denn? Ah ja, Frachtcontainer. Mittlerer Frachtcontainer, genau, den brauchen wir. Und dann brauchen wir hier die Container. Mal gucken, wo haben wir sie denn? Ah ne, wir brauchen die Fertigung. So. Mal sehen, ob wir das Zeug hier irgendwie rüber kriegen hier. Davon können wir ja ein bisschen was gebrauchen, würde ich schon mal meinen. Oh, hier haben wir die Antennen, die können wir auch gleich mal reinsetzen. Da ist immer noch das Thema, wo wir eine Antenne bauen. So, das dahin. Und hier, hier haben wir auch noch eine ganze Menge, das nehmen wir natürlich auch mit. Ja, haben wir Platz in unserem kleinen Container. So, damit sind wir da fertig. Abkoppeln. Auf geht es und drehen das Ganze. So. Dann gehen wir mal in Cockpit-Perspektive, weil dann geht das im Schweiß noch ein bisschen leichter. Wir fangen von unten an, weil dann können wir hier unten die Verbindung wieder da. So, können natürlich auch gleich beide Blöcke mit einmal schweißen hier. So, während wir schweißen, ja, können wir so ein bisschen mal unterhalten. Es gibt nämlich auch noch neue Blöcke. Genau, es gibt wieder mal neue Blöcke. Was für ein Wunder, das kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wir den leer haben. Und zwar ganz interessante Blöcke, die werden wir auf jeden Fall auch verbauen. Und zwar neue Türen. Oh, da ist alles wieder Butter. Also gehen wir kurz raus. Einfach mal, um zu schauen, was hier noch so fehlt. Okay, kleine Stahlrohre und hier ist der jetzt auch fertig. Genau, ich wollte ja kurz zeigen, was gibt es an neue Blöcke. An neue Blöcke hätten wir hier halt. Und zwar sind diese ganz, sind das, wo haben wir sie denn? Das sind ja natürlich die Oxygen-Generatoren. Und zwar diesen, genau, diesen neuer, völlig neuer Block. Und zwar sieht der so aus. Nein, der sieht so aus. Ein bisschen Abstand neben mir. Und zwar, was ist das? Das ist ein Block für eine Hangartür. Das ist das untere Teil. Da oben fahren dann zwei Teile raus. Werden wir auf jeden Fall verbauen, sage ich euch jetzt schon. Weil ich möchte da vorne ein riesengroßes Hangarschott haben. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir da mit den Freunden überhaupt kommen. So, apropos Hangarschott, wir sollten jetzt hier mal wieder mal dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen was reinbekommen. So, gehen wir in die Hinteransicht. Oh. Dann halt das Ganze mal neu positionieren, ja. Bisschen drehen, dann müssen wir eh noch ein Stückchen höher. Ich weiß, das ist nicht gerade die cleverste Art. Aber müssen wir mal schauen, wie wir damit klarkommen. Hm. Wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter nach vorne. Ja, genau. Jetzt koppeln wir an. Und können befüllen. So. Erstmal generell Frachtraum. Alle Leere ausknipsen. So. Oh, da noch was im Verbinder. Da werfen wir da auch mal gleich rein. Ich glaube, damit haben wir langsam genug Material für die Antenne. So, eigentlich braucht man Rohre. Und zwar kleine, wenn ich das richtig im Kopf habe. Träger. Ah, haben wir keine.
Wir haben bloß große. Auf in die Produktion. Hallo. Ja, hallo, Produktion. Da will er uns nicht in die Produktion lassen. Ah, jetzt aber. Und zwar brauchen wir ein paar von denen hier. Die ziehen wir auch gleich mal vor. So. Dann sollten wir schnell die kleinen Rohre haben. Switchen wir hier um, Leere ausschalten. So. Eigentlich Klärchen, Pupierchen. So. Alles mal darüber nehmen hier, was wir so haben. Mal gucken, wo wir die Antennen bauen. Das wird auch mal eine spannende Sache. Die werden wir auf alle Fälle brauchen. Weil ohne Antenne kein Empfang. Und das brauchen wir für den Remote-Control-Geschichte. Braucht man dringendst die Antenne. So, aber das reicht jetzt. Ich denke mal, haben wir genug. Abkoppeln und abfliegen hier. So, rein ins Cockpit hier. Können wir gleich mal in den Sinkflug gehen hier. So, wenn wir das Ding fertig haben, werden wir auch gleich mal umparken. Und da vielleicht den einen da abreißen. Oh, sieht doch ganz gut aus. Nur für dem Thema sieht gut aus. Aber gut, ich habe ja gesagt, wir halt. Oh, ja, man sollte beim Aussteigen ein Jetpack anhaben, weil sonst passiert genau das hier. Das kostet dann auf Dauer auch eine ganze Menge Leben. So, was haben wir da noch hier? Das werfen wir einfach mal hier rein. So, mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt schon das passende Material reingeworfen, was wir hierfür brauchen. Ah, Motoren. Naja, Motoren waren, glaube ich, ein paar dabei. Gucken wir mal, ob das reicht. Ja, sieht gut aus. So, damit haben wir den Freund fertig und können unser kleines Schiffchen, das hier, einfach beiseite parken. Und wir werden unser großes Teil hier mal umparken. Ich hoffe mal, das reicht jetzt auch. Alles klar. Okay. Und abkoppeln. Nur ist die Frage, wie kommen wir das Ding hier raus? Vorsichtig. Das ging schon tierisch in die Hose gerade. Ah, das kann man mal aufpassen. Das geht nicht sonst ganz schnell in die Quere. So. Stückchen tiefer noch. Und da ist es. Warten wir, dass es ausgeblendet hat. Können wir anconnecten. So. Haben wir den Freund dann da dran. Ne? Und dann können wir mal die Dellen ausrichten wieder. So. Was wir tun können, wir können nämlich jetzt hier die Freunde erstmal entsorgen, weil die brauchen wir nämlich nicht mehr. Haben wir noch Platz im Inventar? Ja, das sieht gut aus. Da man das Provisorium jetzt durch ein neues Provisorium ersetzt, ist auch ein cleverer Aktor, aber gut. So, jetzt ist der gleich ganz weg. So, super. Das Material können wir ja natürlich gleich in unseren Schweißroboter werfen. Unser kleines Schweißschiff hier. So, und da rein. Weil hier werden wir wohl am dringendsten brauchen. So. Den da lassen wir noch, weil einen brauchen wir noch. So, wenn wir mal gucken, was wir hier wieder angerichtet haben, werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen was richten müssen. Ah, oh ja, da ist doch eine größere Delle reingekommen. Aber naja. So, ruckzuck ist die wieder rausgezogen. Hm. Kurz einschwenken. Dann wir hier unten jetzt anfangen mal das auszuschweißen. Ein paar Stahlplatten haben wir ja dabei. Sieht man ja, ruckzuck geht das ja. So ein kleiner Schweißroboter ist doch schon ungemein praktisch. Allein dadurch, dass wir die größere Ladekapazität haben, kommt man da gut voran. So. Farblich will man nochmal drüber diskutieren. Ja, sehe ich gerade. Oh, okay. Das sieht doch ganz gut aus. Genug Stahlplatten wohl dabei gehabt. So, fliegen wir ja kurz rüber. Oh, hier ist auch schon wieder die Delle drin, ja.
Ah, Problem erkannt. Schiff zu groß. Ah. So viel zum Thema Provisorium. Ja. Haben wir da eine Chance, was dagegen zu tun? So richtig glaube ich nicht. Ne, so richtig können wir wahrscheinlich dagegen gar nichts tun. Okay, wir können aber mal hier weiter schweißen. Befüllen wir einfach mal die ganzen Flächen. Und sehen zu, dass wir mal hier vorankommen. Und auch, okay, damit hat sich's ausgeschweißt gerade. Wir wechseln mal auf die Blöcke. Und sorgen mal für die Farbkorrektur hier. So, der sieht gut aus. Den da bitte schon mal in die Farbe. Dann machen wir die Runden ja in diese lustige Farbe. Ah. Und die machen wir in dem schicken Schwarz. Oder Anthrazitfarben kann man sie auch nennen. So. Und dann mal gucken, wie wir dann die Sache richten. Natürlich ärgerlich, wenn das Schiff da steht und wir kriegen gleich darüber Dellen rein. Wobei ich einfach eins nicht verstehe, warum wir hier unten Dellen reinkriegen. Ah du, das war der Übergang. Da haben wir den Übergang gebastelt. Und nochmal gerade schweißen. Ah, das ist dieser Übergang. Müssen wir uns überlegen, ob wir das wirklich so machen wollen. Momentan, ich glaube nicht. Das sieht kacke aus. Also den hier rausnehmen, ja. Nix Übergang. Das Problem ist, man hat diese anschwiegenden runden Elemente, da kann man leider nicht unterscheiden, welche das sind. In der Beschreibung steht leider auch nichts drin, wann was welches ist. So, gehen wir mal rein. Das sind, glaube ich, die. Wenn, dann sind das, glaube ich, dann... Ich müsste dann, glaube ich, die hier sein. Bitte mal in der Farbe. Dankeschön. Dann drehen wir das Ganze mal hier. Und dann wird hier weiter geschwallt. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Ja, sieht schon mal deutlich besser aus. Das heißt aber, wir reißen die auch nochmal raus. Wie eine Einheitlichkeit. Weil das sieht man anhand der Textur und sowas. So. Das hier raus. Alles klar. So. Welche brauchen wir denn? Wo waren die denn nochmal? Alter. Da hat man die ja versteckt gehabt. Oh. Dann schweißen wir die schnell handfertig. Die brauchen ja noch nicht so viele Elemente. Oh. Sieht man, da hat man hier so eine lustige Struktur ein bisschen. So, und was machen wir mit dir hier, mein Freund? Ah. Da haben wir eine ganz einfache Idee, damit wir die Sache immer ein bisschen geregelt kriegen hier. Und zwar rein in das Schiff hier. Und guck mal die Sache mal an. Und dann, müssen wir mal lösen. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen so. Dass wir erstmal weiterarbeiten können, würde ich sagen. So können wir mal weiterarbeiten. Dann müssen wir in der nächsten Folge gleich wieder einen Kopf machen, wo wir das Ding hinpacken oder was wir tun. Alles nicht so einfach. Oh, und das Ganze alles voller Dellen hier. Das Schiff auch. Einiges mit Dellen gekriegt, ja. Oh, hier alles ausdellen, ja. So. Da haben wir auch so. Ach, wie sieht das aus hier, sag ich dir. Hm.
Ich habe da eine andere Idee, aber die geht leider so auch nicht. Na gut, das ist nicht mehr unser Problem für heute, weil die Zeit ist mir rum mit Let's Create Space Engineer. Wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen, haben die erste Wand fertig geschweißt und gucken wir mal, wie wir damit zu Rande kommen. Außerdem haben wir schon mal eine Lösung, temporäre Lösung, wo wir unseren lustigen Verbinder hier hinmachen. Wobei, so super ist die Lösung auch nicht. Ja. Guck mal da mal rein, was wir beim nächsten Mal tun damit. Bis dahin bleibt eigentlich nur noch das hier. Das hier hinten, das ist die Endcard mit einer Videoempfehlung. Diesmal empfehle ich euch was ganz Spezielles, und zwar ein Unboxing, und zwar vom März. Wir haben da die Loot-Chest ausgepackt vom März. Hier ist das Unboxing. Da könnt ihr mal reinschauen, was so in so einer Loot-Chest drin ist und wie viel Spaß man damit haben kann. Sonst habt ihr noch den YouTube-Button, der bringt euch zurück zum Kanal. Da könnt ihr gucken, was noch so an Videos da sind. Würde mich freuen, wenn ihr auch daran Interesse habt und was Schickes findet. Interesse könnt ihr auch haben an den Social-Media-Kram. Google+, Facebook und Twitter. Da kann man mich auch gerne ein bisschen mehr kennenlernen, stalken oder was man sonst so treibt. Tja, was man noch treiben könnte, ist Kommentare oder das Video schreiben, würde mich persönlich sehr freuen, denn ich beantworte gerne Kommentare, denn ich bin MacFurago und sage Servus und Ade.